Hallo ihr Lieben, ich bin, wie ihr unschwer erkennen könnt, bei der lieben Chrissy und jetzt gibt es hier auch den zweiten Teil, falls ihr schon bei der Chrissy drüben wart, von, wer würde eher Chewie und Nelly Edition, und da würde ich einfach sagen, wir fangen gleich mal an. Viel Spaß! Wer würde eher einen anderen Hund zum Spielen auffordern? Ganz klar, Chewie. Er hat es auch schon mehrfach bei der Nelly gemacht. Und er versucht es auch immer wieder bei der Jona. Das kommt immer drauf an, wie sie drauf ist. Wird gespielt oder sie sagt, nee. Ja, Nelly möchte mit fremden Hunden. Lass mich alle in Ruhe. So spielen, nur mit Hunden, die sie gut kennt. Von daher geht das an Chewie. Wer würde eher eine Tüte mit Leckerlis oder mit anderen Leckerlis aufreißen, wenn er alleine wäre? Jona. Jona ist übrigens der Joker. Also wenn bei beiden irgendwas nicht passt, dann sagen wir immer Jona. Es passt aber auch meistens zu Jona, von daher kann man das auch wirklich sagen. Gut, das nächste. Wer würde eher beim anderen Urlaub machen? Also der Chewie fühlt sich hier schon total wohl. Der hat sich jetzt hat sich auch total gemütlich gemacht. Wollte schon mit der Chrissy schmusen. Hat eine kräftige Absage aber von der Nelly bekommen. Die fand das nämlich überhaupt nicht cool. Und bezieht hier sowieso jeden, den er finden kann. Also ich glaube, der wird sich hier sehr wohl fühlen. Wer würde eher etwas vom Tisch klauen? Nelly aber auch. Also wenn ich jetzt hier irgendwo hier diese Speckwürfel, die Laura dabei hat, irgendwo liegen lassen würde, dann auf dem Tisch oder so auf dem Boden, dann würde ich dann nicht hingucken, dann würde sie es, glaube ich, schon klauen. So viel Skrupellosigkeit traue ich meinem Hund dann doch schon zu. Wer das Video bei der Chrissy schon gesehen hat, der hat schon die Thunfischsalat-Geschichte gehört und dementsprechend kann ich eigentlich nur noch Chewie anzeigen. Wer würde eher von zu Hause abhauen? Spitze sind so anhänglich. Also selbst Jona würde nicht von zu Hause abhauen. Der Chewie hat es nur einmal gemacht, dass er nach zu Hause wieder gerannt ist. Der wollte nämlich nicht spazieren gehen mit meinem Freund, weil ich krank zu Hause lag. Und ist dann schnurstracks vom Feld den Weg zurück und saß vor unserer Haustür und wollte rein wieder. Das kann man also nicht aber auch als Ausbüchsen betrachten. Nein, es ist ein Nachhausekehren. Wer würde eher in eine Pfütze springen? Ganz klar. Total. Die Matschkuh hier. Sie hat es auch heute wieder bewiesen beim Spaziergang. Richtig eklig. Aber danach ist sie in den See gehüpft, dann war sie wieder sauber. Wer würde eher beim anderen Hund das Essen wegfressen? Also der Chewie hat da zu Hause bei uns eigentlich keine Chance. Die Jona würde ihm eigentlich eher das Essen wegessen. Nö, also, weiß ich nicht. Ich will das ja, wenn Nelly bei meiner Mutter ist und die dann Sam und Nelly gleichzeitig fressen gibt. Nelly würde zwar schon gern an den Topf dran, aber wenn meine Mutter nicht sagt, okay, du darfst, dann geht die da auch nicht dran. Wir können auch sagen, Jona, unser Joker, weil die... Bei der muss man immer aufpassen, die brummt den Chewie immer weg, wenn er später mit dem Essen fertig ist als sie, um sich dann fröhlich an seinem Essen noch weiter zu bedienen. Wer würde eher sein Halsband kaputt machen? Ich weiß auch, Nelly hat im Welpenalter so viele Halsbänder kaputt gemacht, so viel konnte ich gar nicht nachkaufen. Chewie hat noch kein einziges zerstört und auch noch gar kein einziges Geschirr. Der weiß gar nicht, wie das geht. Wer würde eher nachts ins Bett kommen? Die darf's ja auch, ne? Ich will es ja auch. Also von nee, die schläft ja auch immer im Bett. Also von daher, nee, die darf ins Bett. Chewie schläft momentan eigentlich schon länger verdammt gerne unterm Bett. Dem ist noch nie eingefallen, dass er mal aufs Bett könnte. Selbst wenn er es dürfte. Wer würde eher Pfötchen geben? Also jetzt in diesem Moment.
Sie war schneller. Wer würde eher sein Spiegelbild anbellen? Hat er auch schon gemacht. Ganz am Anfang. Fand er es total suspekt, dass da ein ganz anderer Hund war, der eigentlich genauso aussah wie er. Er hat Nelly eigentlich nie gemacht. Von daher ist er dann immer vorbeigelaufen. Oh ja. Mittlerweile schlägt er sein Spiegelbild einfach nur noch ab. Wer würde eher schneller Sitz machen? Eins, zwei, Sitz! Sitz! Yay! Fingerspitz! Da gleichzeitig. Wer würde eher Angst vor großen Hunden haben? Ja. Aber auch immer, als wir spazieren waren, eine Story erzählt. Also Nelly hat es auch schon im Welpenalter in der Hundeschule nicht kennengelernt, mit anderen großen Hunden zusammen zu sein. Und von daher, wenn wir jetzt auch so andere Hunde treffen, macht sie lieber einen großen, hohen Hunde. Chewy liebt große Frauen. Sowohl Mensch als auch Hund. Also. Wer würde eher bei Gefahr, Bedrohung anfangen zu bellen oder zu knurren? Beide. Beide, ups. Spitz halt, ne? Ja. Die bellen dann halt. Und beschützen uns. So, das war's jetzt eigentlich auch schon. Es hat super viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir konnten alle eure Fragen beantworten. Ja. Stellt euch Chewy hier noch vor. Genau. Der liegt unterm Tisch gerade. Der ist heute sehr kamerascheu, ich weiß auch nicht warum. Aber dafür... Oh. Eine schlafende Jona. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, dann klickt auf Chrissys Kopf. Da findet ihr das Video und was ich mir nicht vorstellen kann. Aber falls ihr Chrissys Kanal noch nicht kennt, ich verlinke ihn euch unten in der Infobox. Sie macht super, super tolle Videos. Ich bin ein Riesenfan von ihr. Und deswegen ist es so ein kleiner Fangirl vom Moment für mich, bei ihr zu sein. Falls ihr noch nicht genug von uns bekommen habt, könnt ihr uns gerne abonnieren. Und auch gerne einen Kommentar hinterlassen und uns einen Daumen hoch geben. Also alles im besten Fall, ne? Und falls euch auch diese Art von Videos gefallen hat und die Chrissy und ich uns auch öfters mal treffen sollten. Wer weiß, vielleicht gefällt euch ja die Kombi von uns. Dann immer her mit den Daumen. Und dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Macht's gut! Tschüss!